Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Shorty-Blog. Heute direkt aus der österreichischen Metropole Krieglach. Ja, wir sind hier beim NPC Regional von der NPC Austria und freuen uns, euch heute durch diesen Showday mitzunehmen, weil das ist eigentlich ein sehr, sehr geiler Showday. Ich meine, ich habe jetzt relativ wenige Starter im Vergleich zu den anderen Shows, weil es einfach der österreichische Regional ist. Aber wir haben heute ganz viele Leute aus dem Team von Left the Standard am Start. Unter anderem startet auch der Alex Grump. Ja, natural hier auf einer Men's Physique Stage auch, aber auf einer NPC Stage. Und das ist schon mal eine sehr, 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 sehr geile Sache. Habe ich noch gestern im Gym schon gesehen. Wir werden euch heute so ein bisschen durch den Tag mitnehmen. Wir werden heute mal schauen, dass wir euch so ein bisschen was zeigen, wie es da abläuft. Es ist unmenschlich geil aufgezogen, ihr seht es. Ihr könnt euch vielleicht an die NPC Austria letzten Herbst erinnern, wo der Nico auch hinter der Kamera war. Das ist übrigens auch ein sehr, sehr geiler Showday war, wo ich selber gestartet bin. Haha, gestartet. Oder so. Nico lacht auch schon. Er lacht mir aus, weil ich so dünn war. Er hat gerade Props vom Harald schon gekriegt, also dass so Weite da ist. Ja? Oder wegen meinem Outfit. Nein, wegen meinem Outfit. Aber gut, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Warten jetzt auf die Pieps, dann machen wir Formchecks und dann geht eh bald, später war doch irgendwann die Show los. Ich nehme da gleich was ab, Alter. Hi. Schön zu sehen, Alter. Servus. Servus. Die Schuhe noch ein bisschen tiefer. Ja. Quarter Turn. Ja. Quarter Turn. Yes, geil. Back Double Bicep, die schaut sehr geil aus. Mach auf, nochmal gescheit. Ja, besser. Favorite classic pose? Seite. Guten Druck drin. Also jetzt so, gerade jetzt mit der zweiten Runde Posing auch nochmal, wenn du in den Side-Pose reingehst, nochmal um einiges besser. Ja, wann hast du Training? Um Viertel. Machen wir noch eine Runde durch jetzt. Machen wir noch eine Runde durch und dann trocknen wir die ab, gehst hennen. Schauen wir uns das jetzt nochmal an. Das Einzige, was halt dann die Knie hat, so weh, aber... Ja, ich will auch nicht, dass die Beine zulaufen, deswegen müssen wir right dosen. Also... Quarter Turn? Passt. Gut, schauen wir mal ganz kurz. Ist, glaube ich, eh da einfach am gescheitesten. Oder vielleicht mit leicht natürlich nicht fahren. Gehen wir so her. Bleib stehen. Passt. Komm her. Mal rein in der Front Pose. Ja. Face back. Ja, schaut super aus. Wow. Face front. Passt, relax. Cool. Nice. Meine Knie, oder? Meine Knie. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Stell dich mal kurz auf die Waage, bitte. Jetzt 43,4. Schießen. Also mit Riemchen deutlich angenehmer. Ja. Aber dafür hat es jetzt nicht so schlecht ausgeschaut. Na.
Aber ich merke halt, das ist wackelig. Passt. Das sind 43 Straits. Gut. Passt. Training ist um 10.30 Uhr. Wann hast du das erste Mal gegessen? Genau. 7.15, 8.15, 9.15. Passt, aber dann kannst du jetzt noch fast entspannt ein kleines Knie machen. Sieh da mal wieder was an. Sieh da mal wieder was an. Dass du das auskühlst. Ja, gut, okay, es ist jetzt eine Schicht. 10.30 Uhr. Ja, deswegen überlege ich gerade, ob wir jetzt noch ein Meal machen und dann nach allem noch ein Meal, wann es entspannter ist, ganz einfach. Du trinkst jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen weiter. Ja. Und wir werden schauen, dass wir jetzt kurz bevor ins Training gehst, dass wir noch eine kleine Mahlzeit machen. Wir jetzt noch eine kleine machen und dann die nächste um die Mittagszeit herum nochmal. Bevor wir dann versuchen, eine größere Nahrungsmenge reinzusqueezen, ist mir lieber. Genau. Rice Cakes hast du mit, Nussmus hast du mit, Whey hast du mit, etwas zum Anrühren vom Whey hast du mit, Salz hast du mit, was hast du mit. Das trinkst du bitte noch. Nimmst du alles mit zum Tanning und so, bitte. Und mit zum Make-up. Schaust, dass du es wirklich ready hast bis 12 ist. Ja, lieber jetzt ein bisschen mehr trinken und dann gegen 12 hin ein bisschen weniger. Und wir machen jetzt gleich mal das Meal mit 6 Reiswaffeln, 20 Nussmus, 20 Whey, 1 Gramm Salz. Das kannst du jetzt gleich machen. Das ist kein Problem. Und dann schauen wir, dass wir das wieder auffüllen mit einem halben Liter um die Mittagszeit herum. Das passt. Ja, das kannst du jetzt gleich machen. Ja, damit wir das Bodyweight über die 43 halten, weil das wäre halt wichtig, dass du ein bisschen einen Druck drin hast. Ja, wie hat es sich jetzt beim Posing angefühlt? Okay, oder? Ja, aber es hat trotzdem gut ausgeschaut. Also sehr, sehr gut. Ah, die Midsection super tight und Adern überall und es passt. Gut, passt. Essen, Tanning. Dann schauen wir in 2 Stunden ist. Ich würde einfach mal, hast du schon angefangen? Okay, dann start schon einmal, ich kann dich zurechnen. Wir machen das ganz easy going. Genau. Also, wer bist du? Was machst du hier? Erzähl doch mal kurz. Also, mein Name ist Christian Kurs. Ich bin da heute als Coach und auch tatsächlich als Sponsor dieses Wettkampfs mit meiner Bildungswebsite oder mit unserer Bildungswebsite vielmehr, Lift the Standard, wo wir halt Bodybuilding, Bildungsvideos machen und so ein Kram. Genau. Und wir unterstützen jetzt die IMPC Austria zum inzwischen 3. Mal, glaube ich, bei der Ausrichtung von einer Meisterschaft. Und ja, freuen uns ja hier zu sein. Sehr schön. Du bist der Coach. Welche 3 Tipps würdest du einem Athleten jetzt mal geben? Boah, kommt drauf an. Oder was ist für dich ein wichtiger Tipp? Ein wichtiger Tipp. Es kommt darauf an, von welchen Athleten oder Athletinnen wir sprechen, weil wenn jetzt eine Person das erste Mal auf die Bühne geht, dann ist trotzdem wichtig, dass man einfach diesen Tag, auf den man so lange hingearbeitet hat, dass man ihn einfach genießt. Also es läuft selten ein Showday wie geplant und es kommt immer irgendwas dazwischen, mit dem man nicht gerechnet hat und dann neigt man dazu, vielleicht Dinge zu zerdenken, da sitzt irgendwo vielleicht die Farbe mal nicht so ein bisschen. Oder einfach genießen, alles aufsaugen. Okay, sehr schön. Wir haben's. Dankeschön. Danke vielmals. Quarter Turn. Quarter Turn. Quarter Turn. Side chest. Back double bicep. Dreh nach vorne, Bauchbeine.
Favorite Classic Pose? Ja. Front Position? Alles gut, passt, relax. Aber unbedingt noch vor, weil ich auch durchgefahren. Bitte? Ja, war lang gefahren. Schau, noch. Ausbissen. Ja, ja, Ausbissen unbedingt. Wolltest du zweit noch? Ja, machen wir Mandatories. Front Double Bicep. Side Chest. Big double. Nur den Schlägern. Drehung nach vorne, Bauch, Beine. Sie ballert zugleich ins Vakuum. Ja, voll krass. Favorite Classic Pose. Zweite. Jawohl! Sauber! Stark! Geil, passt. Ich will abtupfen. Geil. So ist es geil, Mann. Nur zwei sowas machen, Mann. Du weißt nicht, das ist mein Scheiß Schwitzen, Alter. Da ist richtig warm, da hat es richtig einer. Also ja, du musst den nur einmal Farbe drauf machen gehen. Tu mir auf, ey. Den Kopf gerade oben. Den Kopf musst du halten. Ja. Tu ich es gerade jetzt, oder? Ja. Das fühlt sich so falsch an. Das ist alles auf Video. Alles auf Video. Ja. Wir werden euch jetzt hier mal ganz kurz up to date halten. Also wir haben jetzt mittlerweile 13 Uhr. Show ist jetzt about to start. Wir haben jetzt hier im Hintergrund einen Peter, der zum Beispiel einen Wolfgang gerade ready macht. Wir starten mit Men's Physik los. Dann haben wir die Women's Physik. Nein, haben wir Women's Awareness und dann ist Classic erst. Klaus ist in seiner Klasse heute mit drei Kontrahenten. Und dann haben wir später am Tag als letzte Klasse noch Bikini. Die Show jetzt mit Prejudging und Finals. Ja, das ist nicht dazu, ja. Das, ja. Die Pump-Up-Medikation, die geht jetzt rein, ja. Genau. So, perfekt einfach. Gut, ja, also wir werden jetzt auch mal dann die Show anschauen. Alex ist jetzt tatsächlich der allererste Competitor. Starten wir eins einfach. Sehr, sehr interessant wird jetzt in der Men's Physik. Da kann er schon gut werden. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn wir uns das jetzt einmal anschauen, die Lena ist gerade beim Make-up, die schauen wir uns jetzt auch gleich an. Kommt mit. Ja. Lena hier gerade am Make-up. Schön. Gut. Bin sehr gespannt. Oh mein. Schaust gut aus, Lena. Let's go, Alex! Yes! Yes, sehr geil! Wow! Wow! Wahnsinn, Alex! Geil! Er schaut so gut aus! Ist einfach so ein schöner Mensch! So ein schöner Mensch. Passt, Alex. Geil. Jawohl, Alex. Okay, dann könnt ihr in der Backpose, please. One, four, switch, please. Ja, Alex. Geil. Five and six, switch plates, please.
Schön, Alex. Boah, der Bauch, Alter. Das ist so geil. Was sagst du? Das ist irre, oder? Bin gespannt. Okay, guys, turn to the back, please, in the back pose. Alter, wie ist das jetzt wieder? Teil von der Hose. Ah, ist er wieder hochgegangen? Guys, don't touch. Can you pick a little bit more place for the guys? Just one step to the side. Thank you. Give yourself some space. Relax, guys. Face forward. Sehr schön. Guys, you can leave for this day. Thank you so much. Guys. Soll ich die Gläser machen lassen? Nein. Also ist gerade der. So, jetzt habt ihr den Alex auf der Bühne gesehen. Der geht jetzt gleich nochmal auf der Bühne tatsächlich. Auch in der Classic. Wird auch sehr spannend. Aber wir haben jetzt All Eyes auf den Klaus. Klaus ist jetzt als nächstes dran. Schauen wir mal, wie er sich schlägt. Wir haben jetzt eigentlich gar nicht so viel gemacht, muss ich sagen, jetzt in Vorbereitung auf die NPC Austria, weil wir eigentlich einfach weiter diäten wollten, bis Alicante. Wir haben zwei moderate High Days gemacht, um ihn trotzdem weiter in einem Defizit oder rund um die Erhaltungskalorien zu halten. Wir haben jetzt relativ wenig Salz und Wasser und auch chemische Manipulationen gemacht und dementsprechend ist einfach so in diese Show immer reingleiten. Er könnte sicherlich heute noch trockener unter Anführungszeichen auf der Bühne stehen, aber das war uns für heute gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall heute einfach mal auf dem Regional Onstage, um dann potenziell, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, auch in Alicante dann nochmal absolute Bestform zu bringen. Jetzt auch im Vergleich zu England, aber in England ist sowieso, wie ihr den Vlog gesehen habt, einiges schief gegangen. Also das bisschen vernachlässigt. Gut, ist jetzt gerade beim Glaze, dann aufpumpen und dann ist eigentlich bald Stage Time. Drücken wir den Quad durch. Ja, passt. Ja. Ja. Die Quads sind durch. Quads sind stabil. Der Alex war halt jetzt der Kumpel war auf der Bühne und das hat so gut ausgeschaut. Er hat mehr gehabt als alle anderen. Das hat so gut ausgeschaut. Ja. 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 So, ich mache da jetzt ganz kurz eine Doku, also Reportage quasi. Der Nico weiß noch einmal, dass ich da jetzt gerade reinspricht. Aber Alex ist jetzt gerade hier on stage, Classic Physik. Center Stage, gerade ziemlich geil, muss ich sagen. Schaut einfach geil aus. Vielleicht macht er die Classic Physik auch jetzt. Vielleicht macht er die Classic Physik auch, tatsächlich. Er ist auf jeden Fall sehr spannend jetzt hier. Sehr, sehr spannend. Relax, face forward. Wie geil ist das einfach? Abdominals are tight. Your favorite classic pose. Good
good job, you guys. Thank you so much. You can leave from the stage. Ab dort ist ein Teil. Er ist so schön. Er ist so schön. Ja, ja. 32, sehr gut. Geil, Daniel! Yes! Mit der Startnummer 34. Let's go, Klaus! Sehr schön! Geil. Yes. Geil. Geil, Klaus. Oberkörper vor. Just one step to the side, front of the double bicycle, guys. Side chest. Auch Maria. Oh fuck, er schwitzt so. Ja. Er schwitzt arg. Relax. Phase 4. 33, 34, switch please. Maria, Oberkörper vor. Ja. Turn to the back, please. The back double biceps. Boah, fuck, Alter. Komm mal rauf! Ja! 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 Phase 4. Just one more, one step. Just one step to the side, please. 33, 34, switch, please. 4 and 3. Okay, guys, this is it's very, 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 very quick. Just one more time, please. From the double biceps. Midsection, Klaus, midsection. Schön tight jetzt. Ja. So, was mit dir jetzt am neuesten Stand seid, ist der Klaus war gerade on stage. Auch die Ronja, die jetzt letzte Woche auch, oder seit letzter Woche jetzt auch wirklich aktiv begleitet. Und ja, hat mir schlecht ausgeschaut. Klaus war jetzt ein bisschen schweißgebadet on stage, was rückgeschissen war. Aber so im Allgemeinen jetzt mit der Stage Presence sehr zufrieden. Jetzt haben wir da Elena. Elena jetzt True Novice Bikini, Novice Bikini und Bikini A. Jetzt schauen wir uns her first time on stage mal an. Alles gut. Bitte einfach durchgehen. Passt. Schauen wir uns kurz die Kamera an. Face front. Achso, sorry. Warte, ganz kurz. Das habe ich nämlich gerade gesehen gehabt. Ja, warte, danke dir. Face back. Face front. Three steps to the front. Front pose. Yes! Schön! Sehr schön, Lena! Sehr schön, Lena! Okay, ladies, turn to the back, please, in the back, posing. Turn to the back.
Backfuß. Lena, bitte zur Reggiane, bitte zur Reggiane. In Face 4? Ja. Face 4. Okay, ladies, thank you so much. You can stay in the back now. Sehr schön, Lena. Go, Lena! Let's go! 55. 56. 59. Big smile, Lena. Big smile. Yes. Sehr schön. Just one step to the side. 50 and 55. Switch, please. Yes. Sehr geil. Super. Sehr schön, Lena. Okay, ladies, turn to the bed. Super! And you walk 3 steps forward, please. Glutes high, Lena. Yes! Schön! Face forward. And come back. Your stage, Lena. Yes, Lena! Yes! Geil! 67. 50. 67. Lena, da bleibst stehen. 55. Let's go, Amanda. Yes, guys, come on. Yes, 59. Very, very good. 59. Yes, beautiful. Lena schaut sehr gut aus. Bleib genau so stehen. Los, lieber Mann. 68. And 64. 64. Come on inside. Very, very good. Big smile, Lena. Midsection tight. Okay, yes. Ladies, come to the back. It's in the back pose. Let's go. Come on. Into here. Yes, good. Go, Viva. Lovely. Walk 3 steps forward, please. Confident, come on. Super, Lena. Face 4. And come back. Come on, Lena! Confident of big smile. Yes, yes. 5:56, switch, please. Yes! Yes! Schön, Lena! Yes.
Sehr schön, Lena. Ich komme gleich zu dir mit Food-Anweisungen. Yes. Magst du vielleicht noch ganz kurz sagen, wie das jetzt für dich war? Super cool. Super cool. Super cool. Ich bin noch so busy. Ja, ja, ich weiß nicht. Passt. Vielleicht schauen wir hin. Ich komme jetzt, wie jetzt erst kurz zum Klaus sagen, wie der Ronja sagt, und dann komme ich zu dir und sag ganz kurz. Und dann ganz kurz so zu meinen Leute ganz kurz. Genau. Passt. Gut. Auf jeden Fall war das jetzt Linear Showing. Ich mache vielleicht ganz kurz daher, da kann man ein bisschen freier sprechen. Lena, zieh dir vielleicht die Schuhe aus, gell? Dass du nicht wieder einen Kampf kriegst jetzt beim Gehen. Ja. Sie hat übrigens in der True Novice Klasse ganz am Anfang jetzt einen Krampf gekriegt in der Wade. Sie hat einfach durchgepostet, ist der Novice. So, wenn ich einen Krampf irgendwo kriege, gehe ich komplett zusammen. Na gut, an dieser Stelle vielleicht mal ganz kurz Shoutout an die Alicia, die so, ich komm gleich, ich brauch's auch gleich. Ich brauch's, ich brauch meine. Kurz Shoutout an die Alicia, die ja die Lena quasi zwei Drittel der Prep begleitet hat. Also ich habe sie jetzt vor, ich glaube es waren 8 Wochen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, 8 Wochen sowas übernommen. Und sie haben das echt super gut gemacht. Und ja, war jetzt ein super, super cooles, sehr souveränes erstes Showing, muss man sagen. Um das vielleicht noch ganz kurz zu recappen, Klaus war in Bestform, hat leider ultra geschwitzt auf der Bühne, deswegen kriegt er jetzt weder Food, noch Wasser, noch Salz. Er hat jetzt seit 2 Stunden nichts getrunken, nichts gegessen und gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, wo er ist, vielleicht ist er schon gestorben, er liegt nämlich nicht auf seinem Platz. Und jetzt Lena. Ronny war auch noch zwischendurch. Und jetzt wollten noch mal sagen, was sie jetzt noch essen sollen. Dann werden wir selber was essen. Und dann kurz Hallo zu meinen Leuten sagen. Nico, wie geht's dir dabei? Super. Super. Immer gut. Immer gut? Immer gut. Ist der Spaß heute, oder? Ich hoffe, für euch ist auch ein Spaß, denn wenn es für euch ein Spaß ist, dann würde es uns natürlich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst und wenn ihr ein Video ein Like gebt, ja, und natürlich Kanal abonnieren. Und wenn ihr dieses ganze Projekt hier unterstützen wollt, dann werden wir jetzt wieder irgendwas sprengen lassen, oder? Genau da, da werden wir jetzt was sprengen lassen, ja, weil ihr könnt es bei ESM jederzeit sparen, indem ihr den Code Chris eingebt im Checkout. Dann könnt ihr mal maximal sparen, genau. Das ist kein Stock. Ich weiß eh. Ja, jetzt muss ich ausziehen, Alter. Jetzt muss ich ausziehen. Geiler Tor. Vierteldrehung. Sehr souverän. Ein bisschen weiter drehen. Ja. Und. Ja. Vierteldrehung. Geil, Alter. Passt. Kannst du schon wieder anziehen. Aber ich muss schon so reifen, wenn du mal da bist, Alter. Enttäuschend, oder? Nein, gar nicht. Was redest du? Ja, ich muss jetzt weniger abnehmen jetzt. Also, über die Ausgangslage kannst du dich jetzt echt nicht beschweren. Also, was hast du das letzte Mal gewogen, zu dem Zeitpunkt letztes Jahr? Mein Lowest war, zu dem Zeitpunkt? Ja. Habe ich sicher 95 gehabt. Okay. Wir müssen ja den Arthur anschauen auf Instagram. Mr. Schlitz, oder? Mr. Schlitz, genau. Oder? Er hat nämlich letztes Jahr arge Vorbereitung, alleine. Alleine hast du gemacht, gell? Ja, letztes Jahr arge Vorbereitung alleine, wo er sich wirklich von einer, ich würde sagen, weitaus sehr suboptimalen Ausgangslage runterdiätet hat, in wirklich eine gute Condition, muss man sagen. 32% Körperfett laut Texas. Was war Startgewicht, was war Endgewicht? 104, yeah. Komplett leer. Endgewicht waren 75,5. In wie vielen Wochen? In, naja, 20? April habe ich angefangen. Ja, April hat angefangen. Also perfekt. Was ist das? Aber diesmal werden wir ganz trocken. Ja, definitiv. Also jetzt stimmt da die Ausgangslage. Aber geil, das war mal wichtig, dass wenn ihr die kurz seht, dann drüber schauen. Ja, müssen wir schon nutzen. So, Rosa, wie geht's denn? Super. Ja? Ja. Du hast auf jeden Fall ein bisschen Erscheinung geworden jetzt. Ja. Schon gut was gegangen, das letzte Mal. Ja? Ja. Der Jakob, oder? Ja, schauen wir mal drüber jetzt. Wenn wir schon die Chance haben jetzt. Und kurz anschauen den Herrn. Hallo, wunderschönen guten Tag. Ja, ja. Hi, schön zu sehen. Schauen wir mal anschauen. Love Spread. Krank, oder?
Seid scheiße. Let's spread. Abs and thighs. Die ist ein bisschen undankbar, ich weiß. I'm sorry. Aber die Bau ist noch gut da. Da ist noch ein bisschen dazu gekommen. Ja, safe. Ja? Aber sonst ist es echt gut noch. Ja. Also wirklich gut. Ja, jetzt 30 Kilo plus. Na, wie viel ist jetzt plus? Nein, sind nicht ganz 30, gell? Wieder runter, also 27 oder so. 27 plus seit Ende Oktober. Seit Anfang November eigentlich. Geil. Geil. Aber schaut echt noch sehr, sehr solide aus für die Zeit jetzt. Ist mega. Ja. Fühlst du noch fit? Extrem. Ja? Ich meine, ich habe mit 18 mich auf 125 oder so hochgepusht schon. Bin ganz anders geworden. Das hast du mir gar nicht gesagt. Nicht? Mhm. Ja, war halt ein bisschen Off-Season-Fett so, aber ja. Ich habe mich da auch voll wohl gefühlt eigentlich noch. Also, der ist schon gesagt, ich glaube, da ist sehr viel Luft. Ja, ist sehr viel Luft, ja. Ja, ist gut. Hunger und so noch. Und ja. Mir geht es voll gut, auch wenn ich schwer bin, also das weiß ich. Geil. Ja. Ich finde, schaut echt gut aus. Ist gut. Bin gespannt, oder? Bin gespannt. Ja, wenn man dann wenn du noch mehr bist und dann einmal Diät hat, müssen wir noch hinkommen. Dann schauen wir uns das an. So, ich muss ganz kurz der Ronny noch sagen, achso, du hast weggeschrieben. Ja, ja. War kurz. Ja, das kommt dann. Ich habe mir jetzt gleich mal 2 Liter Wasser reingeschüttet. Und eine Elektrolyt-Pro. So, jetzt vielleicht kurz das Ketchup. Klaus auf der Bühne, Finals, jetzt die Kühe präsentieren und dann schauen wir uns noch die Awards an. Ich hab gehört, die Lena hat alles abgerissen. Ja, in der offenen steht sie halt mit der Laura Center Stage und das wird halt Sach. Also, Laura ist halt trotzdem noch die Laura. Ist halt ein bisschen mehr, gell? Ja. Ja, aber fürs erste Mal war Elena echt gut und Novis und Schuhnovis hat sie wahrscheinlich gewonnen. Das ist schon nochmal ganz geil bei 17 Leuten. Faceback.
Volvo-30, Klaus, Rita. Der 13, Daniel Forster. Und der Sieger ist Andreas Hofer. An die Startnummer. 52. Yes! Yes! Und die Gewinnerin heißt Lena Arbeitsstein. Let's go, Lena! So ein riesen Plakaten. Und der zweite Platz haben die Gruppe. 56, alle. Yes, Lena! Und die Gewinnerin der Doppelstreife heißt Lena Arbeitsstein. Der zweite Platz an die Startnummer 50, Lena Adelstein. Super, Lena! Und die Gewinnerin heißt Laura Brocek. Wir machen jetzt noch irgendwo, du musst jetzt nochmal auftun. Achso, soll man schon was sagen? Hallo Nico, hallo Community, hi. Lena, wie war das heute für dich? Jetzt musst du reden, ich kann heute nicht mehr reden. Ich war ganz in Druck. Ja? Ja. Ja. Wie war das? Stabil? Das war geil. Ja, ja. Das war richtig, richtig toll. Warst du auf alle Kante? Ja. Ja? Ja, voll toll. Also Lena heute, True Novice, ersten, Novice ersten und dann in der offenen, ich sag jetzt einmal, wie sagt man denn? Gut verloren gegen die Laura. Also da nur den zweiten. Aber sind wir sehr happy heute. Vor allem Form war top-notch. Also war richtig am Vollen. War perfekt heute. Also absolut perfekt. Kann ja Fotos auch machen. Er hat mir schon alle Fotos geairdroppt. Kann auch alle Fotos gleich schicken. Ja, war erfolgreich, war nice, war stabil. Bin sehr happy. Und danke vielmals für euren Support. Soll man noch irgendwas sagen? Ich glaube, mehr Worte sind jetzt nicht notwendig, oder? Wir sehen und hören uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Mir fällt gerade nichts ein. Ich muss irgendwas sagen. It's show day. It's show day.